Schuss! Nicht mal getroffen. Aufstrebender Totenbeschwörer. Flammen, Feueratem. Nimm mal mein ebenen Erzschwert, hat auch schon lange nicht mehr. Komm, komm, komm! Komm, mit meinem Schwert hau ich dich um! Oh, ich kann viel besser zaubern wie du. Der kann ich irgendwie nicht. Oh nein, ey, das gibt's doch nicht. Ach, nee, 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 Wiederherstellung, Heilung. Und jetzt aber schnell, aber schnell. Aber schnell. Hör auf zu schießen. Jetzt mach doch meine Ausdauer weg. Unglaublich. Ich suche ein Skelett. Nordpfeil. Gewöhnlicher Seelenstein. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Gab's hier jetzt irgendwas? Ich muss schon sagen, die... Was? Aela, du hast nicht mehr so viel Energie. Ich muss schon sagen, dass die Gegner hier doch relativ happig sind. Ich könnte jetzt auch eigentlich hier jede Tür einzeln aufschließen, um mein Schloss knacken zu lernen. Ist ja denn natürlich, ich versaume hier alle Dietriche. Komm, ein Versuch noch, ein Versuch noch. Ja, nein. Bisschen höher. Nein, bisschen höher. Wenigstens das Schloss. Nein! Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo wir sind. Also. Ungefähr so. Nein. So aber. Jetzt muss aufgehen. Ja, also. Tada. Was habe ich davon? Scheißdreck. Außer, dass Aela mir im Weg steht. Eine Gegner. Deswegen schäme ich mich auch nicht, jetzt nochmal zu speichern. Umso weniger müssen wir zweimal spielen. Ihr müsst aber das Positive darin sehen, ja? Das ist irgendwo positiv. Hier steckt noch ein Pfeil drin. Kann ich ihn mitnehmen? Ach, scheiß auf den einen Pfeil. Das ist auch wieder so ein Überchecker hier. Na, pass mal auf, Junge. Die hau ich jetzt erstmal. Und ich nehme sogar teure Pfeile. Pass auf. Ich nehme für den, ja, für den, der kriegt hier die Überpfeile, hier diese Vulkanglaspfeile. Kriegt er jetzt so in den Nacken geschossen, dann wird er sein Leben lang nicht vergessen. Noch eine Seele für den. Okay. Jetzt gucke ich mal, dass ich relativ schnell noch ebenen Erzschwert, Feueratem, Flammen. Ah, ich bin doch immer noch auf den Knien. Stirb, Junge! Stirb! Die Skelette sind mir scheißegal. Du bist hier der, der Schaden macht. Fuck, ey! Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht fuck sagen. Ah, stirb, Junge! Ey, wie krass ist der denn? Das lass ich nicht mit mir machen. Junge! Ich mach dich kaputt, Junge! Niemand packt ihn an außer mir! Schon weg? Bam, Junge! Riesenfeuerball! Okay, ich brauche irgendwie eine andere Taktik. Habe ich vielleicht zufälligerweise noch irgendeinen Zaubertrank dabei? So, boah, du bist der krasseste Zaubertrank! Alles nur Heilung-Dinger, ne? Ja, toll, ey. Ganz toll! Aber ich glaube, mit dem Zwergenbogen war erstmal so gar nicht so verkehrt, weil er hat ja schon ein bisschen wegbekommen. Vielleicht sollten wir zurückgehen und nicht so ins offene Feld, dass der quasi zu uns kommt, wenn er denn zu uns kommt. Na toll. Zu früh gezogen. Da hat er sich mal direkt wieder geheilt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir nehmen direkt Heilung.
Und ich hätte eigentlich noch nach vorher wirken können. Ah, das war blöd. Daneben. Aela! Jetzt sind die Skelette hier weg. Vielleicht mal dabei aufstehen. Und sollte vielleicht diesen komischen Eisdingern ausweichen. Ey, der macht aber auch Schaden, der Junge. Bandit. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich wieder so langsam. Ich danke euch, weil ich dich umgebracht habe. Heilung! Boah! Diesmal nicht, Junge. Das war schon knapp. Sag mal, warum hält er sich eigentlich jedes Mal? Das nervt. Nimm mal den noch. Und den hier noch. Na, endlich. Mein Gott. Schwacher Seelenstein. Schwarzer Seelenstein, Entschuldigung. Schwitter husten. Vulkangaspfeil, Eisenpfeil, brauchen wir nicht. Elfendolch. Sieht schön aus. Stab der Feuerbälle. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 50 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele allein. So, hinten den komischen. Da ist ja gar keiner mehr. Ah, der war aber jetzt. Also, echt. Also, jeder Drache ist ja. Lächerlich dagegen. Das ist ja. Moment, da war doch noch so ein Bandit, ne? Ja, ich bin vorsichtig. Ist schon okay, Alter. Granatstein, Zaubertrank des Heilers, nehmen wir mit. Frostbiss, ein Kälteschuss der Gesundheit und Ausdauer, 8 Schadenspunkte pro Sekunde, ja, nehmen wir mit. Was ist denn der? Geh doch mal aus dem. Ey! Ey! Oh, Skyrim! Wegfindung, KI! So. Aber ich speichere ab. Mal nochmal habe ich keinen Bock auf den. Einmal sterben reicht. Nicht so gruselige Geräusche, Ayla. So, mit Headset ist das Spiel schon sehr atmosphärisch. Wo denn? Wie denn? Ja. Kommen wir mal mit hier, den Scheiß. Was? Ah, da war noch was. Das sehe ich ja schon, weil ich gerade am Nachdenken bin, was jetzt hier Sache ist. Ah, ach so, das ist eine Treppe. Hoffentlich ohne Falle. Das gibt's nämlich auch, so Treppenfallen. Hier kann man also schon mal so ein. Ich glaube, das war ein Stein oder ein Fass oder so, was mir auf einmal entgegenkam. Sehr unentspannt auf jeden Fall. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich weiche ab. Ach, herrlich. So. Hallo? Wetten, das Skelett steht jetzt auf. Als wenn der einfach so hier. Ach, das ist die Malin Waren. Azura Stern zerbrochen. Klingt ja fast so, als wenn wir die restlichen Stücke davon finden müssten. Seelenstein, eine Menge Gold. Mächtiger schwarzer Seelenstein. Amulett von Dibella. Vulkangasschwert der Blitze. Korrekt. Korrekt. Plus 15 auf Redekunst. Dann habe ich ja 115. Achso, dieser Zauber des Lichts würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Objekte. Quatsch. Magie.
Was ist denn das? Beschwörung? Nein. Illusion ist das, ne? Vorschellenmut, Hellsehen, Lautlosigkeit. Auch so, was ich alles noch nie benutzt hat. Lautlosigkeit, Hellsehen. Doch Hellsehen habe ich schon mal benutzt. Heldenmut, Furcht, Veränderung, Kerzenschein. Favorit hinzufügen. Auswählen. Ja, wow. Da denke ich das nur über meinen Kopf oder was? Ja, das sieht mal cool aus. Moment, mal eben die Waffe wegstecken. Yeah, was los? Junge! Okay, dann gehen wir hier hoch. Himmelsrand, das klingt gut. Da wollen wir hin. Müssen uns noch hier durch den Ladebildschirm vorkämpfen. Vorkämpfen, durchkämpfen. Boah, ich bin fertig mit den Nerven. Das waren ja jetzt Gegner. Also so starke Gegner hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht in Skyrim. Wie ist denn jetzt nochmal der böse Drache? Alduin, genau. Alduin hieß er. So. Dann Ayla, wir verabschieden uns aus dem wunderschönen, verregneten Himmelsrand. Was heißt wunderschön? Überlaufen Monster rum und grässliche Viecher. Aber immerhin sieht es schön aus. Und ich würde sagen, yeah, was ist los? Yeah. Okay, Entschuldigung. Das musste jetzt sein. Yeah, Aela. Zeig mir deinen Arsch. Zieh die Waffe. Zeig mir deinen Arsch. Zieh mir die... Nein. Komm, wir lassen das sein. Ich verabschiede mich hiermit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Dedra Quest. Und zwar machen wir als nächstes, bevor ich jetzt nochmal tschö sage, bringe den Stern zu Aranea oder bringe den Stern zu Nelaka. Und ich denke mal, Aranea, dann fördern wir quasi die Dedra. Und wenn wir den zu Nelaka bringen, der gesagt hat, bring den Stern bloß nicht zu den Dedra, weil die Dedra sind böse, dann kommen wir wahrscheinlich in der Daedra, ich sag mal Daedra, in der Dedra-Quest nicht wirklich weiter. Da wir aber ein ziemlich krasser Bad Motherfucker sind, würde ich gerne zu Aranea gehen. Ja. Und das seht ihr dann beim nächsten Mal. Tschüss.